Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist die Glossy Box gekommen und die möchte ich gerne mit dir zusammen aufmachen. Und weil ich gehört habe, dass da ziemlich viel dekorative Kosmetik drin ist, bin ich tatsächlich auch ungeschminkt. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zu erfahren und auszutesten, was sich in dieser Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe meine Glossy Box wirklich sehr spät bekommen. Normalerweise kriegt man die ja so zum Anfang des Monats oder so. Und ich habe das auch schon auf anderen Kanälen gesehen, zum Beispiel von der Real Sweet Sunny, also von der lieben Sabrina, und von Frankas Favorites, also von der lieben Franka, dass die schon ihre Boxen bekommen haben. Und ich habe sie noch nicht bekommen. Ich habe mir jeden Tag gedacht, Mensch, wann kommt die endlich? Und ja, jetzt haben wir Freitag den 13. und da ist sie gekommen. Und ich hoffe, dass ich nicht aufgrund von Freitag den 13. ein Bad Make-up Day haben werde, sondern dass da Produkte drin sein werden, die mein Gesicht zum Strahlen bringen werden. Ich habe mir das auch noch nicht so genau angeguckt. Also ich habe mir ein Video angeguckt, ich weiß gar nicht, ich glaube das von Franka, habe ich mir ohne Ton angeguckt. Und das von Real Sweet Sunny, also von Sabrina, habe ich kurz einmal so durchgeklickt, um zu gucken, ob man dann auch die gleichen Produkte drin hat. Egal, ne? Also, ich bin trotzdem gespannt, was ich drin habe und habe hier die Glossy Box, die ja im neuen Boxendesign erscheint. Also du hast nicht mehr die pinke Box mit den, oder die rosafarbene Box mit den weißen Glossy-Symbolen, sondern die schwarze Box. Die mache ich jetzt erstmal irgendwie auf. Ja, so sieht die Box aus. Das hast du ja auch schon im Thumbnail gesehen. Richtig schön. Black and White. Also das ist ein wirklich schönes Design. Das ist ja auch ganz leicht uneben drauf. Also die Box ist wirklich eine tolle Motto-Box. Gefällt mir. Und die ist schwerer, als ich dachte. Dann hat man hier noch so ein paar Gutscheincodes drin. Day and Night steht auf der Glossy Box drauf. Und das scheint dann auch das Motto zu sein. Wir öffnen sie. Sie wird garantiert nicht riechen, weil es soll ja viel Dekoratives drin sein. Doch, sie riecht. Sie riecht irgendwie fruchtig, keine Ahnung. Glossy Magazin, Day and Night. Dann hast du hier so ein richtig krass orangefarbenes Schleifchen drauf. Ich persönlich finde das mega cool, dass du halt so einen Kontrast hast. Deswegen öffne ich das Schleifchen. Das ist das Glossy Magazin, wo drin steht, was drin ist. Wird immer bei mir aufbewahrt. Also ich habe den ganzen Ordner für, wo ich die ganzen Magazine aufbewahre. Also wer nochmal von vor 100 Jahren eins braucht, ich habe die. Genau, jo. Und hier ist nochmal die Info. Achtung, Achtung, es gibt den Glossy Box Adventskalender. Den haben wir ja schon zusammen aufgemacht. Und hier haben wir die Produkte in der Box drin. So, dann gucken wir mal, was der Autor sich dabei gedacht hat. Day and Night Edition. Rund um die Uhr schön mit deiner Glossy Box Day and Night Edition. Tag und Nacht. So unterschiedlich die Tageszeiten, so divers sind auch unsere Bedürfnisse währenddessen. Egal, ob du eine Nachteule oder der frühe Vogel bist, deine Beauty- und Pflegeroutine sollte zu deinem Rhythmus passen. Die Glossy Box Day and Night Edition im September ist genau dafür gedacht. Nicht nur ihr Special Design ist von den unterschiedlichen Tageshälften inspiriert, auch die ausgewählten Must-Haves sind ideal auf deine täglichen sowie nächtlichen Beauty-Bedürfnisse abgestimmt. Booste deine gewohnte Beauty-Routine mit einer ordentlichen Portion Feuchtigkeit und Nährstoffen am Morgen. Das stimmt, das braucht man wirklich. Morgens so eine richtig gute Feuchtigkeitspflege. So bist du perfekt für den langen Arbeitsmarathon gerüstet. In deiner Glossybox warten schon die perfekten Essentials für einen tollen Büro-Look. Sehr gut. Und die Afterwork-Party. Auch gut. Das Make-up soll dabei lange halten und das Haar geschmeidig fallen. Am Abend schindest du Eindruck mit atemberaubendem Wimpernaufschlag und perfekt sitzendem Lipstick. Da bin ich wirklich gespannt, ob das alles in der Box drin ist. In der Nacht brauchten dein Körper und Geist jede Menge Erholung, um frisch und energiegeladen in einen neuen Tag zu starten. Setze auf ausreichend Beauty-Schlaf und gönne dir die wohlverdiente Pause. Ist da eine Schlafmaske drin? Okay. Wir sind schon gespannt auf die Unboxing-Bilder deiner September-Box bei Instagram oder auf Facebook unter dem Hashtag Day and Night. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox-Team. Jetzt mal so als Frage an euch, nutzt du noch Facebook? Also ich nutze das nicht mehr. Ich bin da auch gar nicht mehr. Also ich bin da noch, aber nicht wirklich. Also eigentlich nur wegen meiner Schwägerin, sonst bin ich da gar nicht mehr. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich bin wirklich nur noch hier und auf Instagram da. Ich weiß nicht, schreibt mir mal in die Kommentare, welche Social-Media-Kanäle du so nutzt. Wir gucken mal hier in die Glossybox und dann schauen wir mal, was ich nachher alles auf meinem Gesicht anwenden kann. Als erstes habe ich hier True and Lucious Camera Powder, Invisible Setting Powder. Das finde ich super, das kann ich garantiert gleich anwenden, das finde ich toll, das gefällt mir. Inspired by Hollywood Make-up Artists, bla bla bla, okay.
Ja, scheint dann irgendwas Aufregendes zu sein. Es ist cruelty-free, es ist vegan, es ist sicherheitsgetestet, safety-tested. Farbe ist universal. Also gehe ich mal von einem weißen Puder aus. Oh, diese Packung immer, ne? Krieg die mal auf. So. So schaut das Puder aus. Ich finde das vom Design her sehr, sehr passend für die Edition. Also das gefällt mir auch ganz gut. Ja, schönes Logo. So ein bisschen was ist daneben gegangen und du hast keinen Spiegel drin. Das ist natürlich traurig, ne? Aber da ist überall irgendwie Puderreste drumherum. Das ist wohl ein bisschen, ja, drumherum auf jeden Fall. Werde ich gleich auf meinem Gesicht testen. Das wirst du dann mit mir zusammen testen. Genau. Dann habe ich hier noch einen Nagellack von LOV. Lavinity Long Lasting Nail Lacquer in der Farbe 250 Deep Red Drama. Das ist schon eine schöne Farbe, ne? Den könnte ich mir tatsächlich heute Abend mal drauf machen. Da werde ich, das ist fast schon braun, interessant. Ich habe jetzt ja, ne, die Möglichkeit, meine Nägel zu machen. Und wie du siehst, ich müsste auch mal wieder, wir sind ja am Renovieren, da leiden dann auch die Nägel. Ja, Nagellack, gut. Habe ich mittlerweile ganz viele von. Oh, cool. Judith Easy and Fast Make-up. Hautton anpassend, ebenmäßiger Teint, Feuchtigkeit von Judith Williams. Sehr, sehr geil. Das spendet Feuchtigkeit. Und das ist ein Make-up. Geil. Das ist super. Das gefällt mir. Richtig geil. Dann habe ich hier etwas drin. Von Mana Kadar Step 3 Perfect Bloom Mascara Jet Black. Das ist eine Mascara. Das finde ich super. Passend zu einem Artikel, den ich auch in einem der vielen Adventskalender, den ich schon geöffnet habe, ja, passend dazu auf jeden Fall. Aber wenn ich dich nicht spoilern sollte, dann lasse ich es auch. Nein, ich spoilere dich jetzt nicht. Ich sage nicht, was ich meine, aber es passt dazu. Okay, und von Sires, Renew 7, super, toll. Die Spülung dazu habe ich jetzt letztens erst leer gemacht, aber jetzt habe ich das Shampoo dafür. Tiefenreparatur für 7 Zeichen von Haarschäden, für starkes und gesund aussehendes Haar, für vielfach geschädigtes Haar. Das finde ich super. Also das gefällt mir richtig, richtig gut. Ich glaube, ich hatte jetzt von der Glossybox die Version Nummer 2. Das war jetzt auch der Inhalt der Box und jetzt würde ich einfach mal sagen, testen wir das mal in meinem Gesicht. Außer natürlich das Shampoo, das riechen wir. Ja, riecht gut. Die Spülung fand ich klasse, ne? So, da ich das jetzt nicht benutzen werde, kommt es nach hinten. Dann ziehe ich meine Ringe eben aus. Oh, das finde ich echt klasse, dass ich sogar eine Foundation mit drin habe. Ich glaube, ich habe ein bisschen andere Produkte als Franka und Sabrina drin hatten. Das finde ich großartig. Ja, gut, dann hier aufmachen. Du hast ja immer, je nachdem, was für ein Beauty-Profil du angibst, auch unterschiedliche Produkte in deiner Box, ne? Also das ist unterschiedlich. Die Boxeninhalte unterscheiden sich und ich dachte immer, also bislang hatte ich eigentlich immer fast die gleichen Sachen drin wie die liebe Franka, aber irgendwas habe ich wohl anders. Genau, ja. Hautton anpassen, das finde ich auch super. Das heißt, es müsste irgendwie weiß rauskommen. Nee, oh, das kommt relativ dunkel raus. Okay. Ja. Ich werde das erstmal mit meinem Finger in meinem Gesicht verteilen. Also relativ dunkel, ziemlich fest kommt das raus. Ich werde das auch erstmal wie eine BB-Cream auftragen, sage ich mal. Weil bei diesen Hautton anpassenden Geschichten habe ich oft das Problem, dass wenn ich das nicht mit meinen Fingern mache, dass es nicht funktioniert. Oh, ich glaube, ich habe ein bisschen viel genommen. Und ich bin ja wirklich ein sehr, sehr helles Häutchen. Da bin ich sehr gespannt, ob die Farbe da noch passt. Aber es riecht richtig gut. Oh, das riecht toll. Es riecht wirklich so reichhaltig nach Pflege. Oh, mir gefällt der Duft. Der ist so leicht, ganz, ganz leicht orientalisch. Der ist klasse. Ja, ein bisschen dunkel ist es schon, ne? Also wenn man so den Unterschied zum Haaransatz sich mal ganz genau anschaut, ne? Ja, sieht das doch ein bisschen merkwürdig aus. Aber wie dem auch sei, ich habe ja gleich ein transparentes Puder, was ja weiß aussah. Das scheint zu funktionieren. Also das wird dann wahrscheinlich ein bisschen das Ganze auch aufhellen. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich finde es so klasse. Da ich jetzt halt keinen Concealer hier habe, versuche ich das halt auch so unter den Augen zu machen. Und ich denke, ich werde es jetzt nicht nochmal extra mit einem Schwämmchen einblenden oder so. Nö. Oh, das fühlt sich richtig schön weich an. Das ist voll das seidige Finish, so vom Hautgefühl. Ist jetzt nicht 1A verblendet hier, ne? Ja, doch, ne? Das sieht gar nicht so verkehrt aus. Ich gucke mir das nochmal von nahem an, wie das so
Von der, also von der Entfernung, wenn ich jetzt, ich gucke hier unten nämlich in meinen Spiegel, in den großen, da sieht das echt gut aus. Ja, boah. Ja, es ist feuchtigkeitsspendend. Setzt sich nicht wirklich ab, nö. Hat eine ganz, ganz leichte Deckkraft, das schon, aber jetzt nicht so intensiv, ne? Das gefällt mir. Finde ich gerade echt cool. Doch, das Make-up feiere ich. Juhu, juhu. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt das Bedürfnis, das zu setten, weil es halt von der Oberfläche her jetzt nicht irgendwie speckig aussieht oder ne, so aussieht, als müsste man das setten. Aber ich mache trotzdem das Puder mal drüber. Wie gesagt, die Foundation, richtig klasse. Scheint aber, ich weiß nicht, ist die neu? Ich hatte ja eine Foundation von der Judith Williams im DM mir mal gekauft. Und die hier finde ich deutlich besser. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. So, jetzt nehmen wir uns hier mal das Puder. Ist halt blöd, dass kein Spiegel mehr drin ist. Es fühlt sich aber schön an. Doch, das fühlt sich gut an. Ja, gucken wir mal, wie das dann auf dem Gesicht aussieht. Dann nehme ich jetzt hier einfach mal so einen fetten Puderpinsel. Ja, also es hinterlässt schon so einen leichten Weißschleier. Also wenn du eine zu dunkle Foundation hast, so wie ich das jetzt ja quasi gerade habe, wird das aufgehellt. Boah, diese Foundation, die riecht echt intensiv. Die riechst du jetzt immer noch. Krass. Die Seite mit Puder, die Seite ohne Puder. Ist wirklich ein leichtes Puder, ne? Schreib mir doch mal gerne unten in die Kommentare rein, ob du das magst, wenn ich die Produkte dann direkt teste und dementsprechend das Video dann ja auch vielleicht ein bisschen länger ist. Oder ob du das lieber magst, wenn ich das in einem Look später mal integriere und das halt nicht direkt teste. Würde mich voll interessieren, weil das ist natürlich ja auch ne, für mich ganz gut zu wissen, wie du es gerne hättest in Zukunft hier auf meinem Kanal. Da richte ich mich gerne nach. Doch das gleicht aber auch diese Übergänge zwischen Haaransatz und Gesicht aus, wo ich anfangs dachte, ne, sieht man ja schon, aber so schon schicker. Also ja, ne, das gefällt mir ganz gut. Das Puder ist toll, also das finde ich wirklich toll. Das ist jetzt nicht irgendwie austrocknen oder so. Das ist ganz, ganz leicht und das settet einfach sehr vorsichtig alles im Gesicht. Und die Foundation, die finde ich gerade total überwältigend geil. Ja. So, dann haben wir hier ja noch die Mascara. Die werde ich erstmal aus ihrer Umverpackung befreien. Ja, die, wie gesagt, den Nagellack, den kann ich jetzt nicht direkt testen, weil ich gleich noch was mit meinen Fingern machen möchte. Und immer, wenn ich das auf meine Finger drauf mache, das ist immer schwierig. Ich kann ja mal gucken, vielleicht kriege ich das noch hin. So. So, hier haben wir die Mascara und hier sehen wir, wie geil die einfach geschwungen ist. Also es sieht echt cool aus, ne? Gucken, ob das Bürstchen auch so aufregend ist. Sieht sehr trocken aus, das Bürstchen. Oh ja. Das hat auch so ein Swirl drin. Uff, die stinkt. Die stinkt nach Wandfarbe. Das ist nicht meins. Aber gut. Ich habe jetzt natürlich keinen Eyeliner, keinen Lidschatten, kein nix drauf, aber ich mache mir jetzt die Mascara drauf. Kann man machen. Und ja. Jetzt siehst du auf dem Auge eine Schicht und auf dem Auge, wie das quasi ohne Mascara aussieht. Das ist schon mal in der ersten Schicht, ne? Hat die Wimpern schön getuscht, getrennt und verlängert. Das ist cool. Das ist richtig cool. Jetzt siehst du auf dem Auge eine Schicht und auf dem Auge zwei Schichten. Und halt auch auf dem Auge die unteren Wimpern mit getuscht. Und es wird wirklich immer besser. Und es klumpt jetzt auch nicht irgendwie, ne? Also das ist schon ein schönes Ergebnis. Sehr, sehr natürlich. Und es ist aber schwer, dieses Bürstchen da immer reinzustecken. Keine Ahnung, woran das liegt. Das hakt irgendwie immer. Also das Bürstchen in das Mascara-Tübchen, wie nennt man das? In die Mascara-Flasche? Jetzt haben wir auf diesem Auge drei Schichten und auf diesem Auge zwei Schichten. Und ich finde, dass die Mascara tatsächlich auch in drei Schichten echt klar geht. Ne? Also wow, was die für einen Augenaufschlag macht. Volumen, Länge, krass. Und das ganz ohne zu verkleben. Minimal Fliegenbeine habe ich schon, aber ich mag das.
Ich mag das nicht, wenn die so 1A getrennt sind. Das ist überhaupt nicht meins. Genauso wie es jetzt ist, mag ich das richtig gerne. Und dazu bräuchte ich jetzt auch kein Kajal oder sonst irgendwas. Also so würde ich rausgehen, ne? Da würde ich mich echt wohl mitfühlen. Aber es ist eine Katastrophe, diesen... Ne, das hier immer reinzustecken und wieder rauszuziehen. Also das Rausziehen, das geht. Aber das Reinstecken, ne, das hakt irgendwie. Das ist unpraktisch. Und das stinkt. So, jetzt habe ich auf beiden Seiten dreimal oben getuscht und einmal unten. Und mir gefällt das. Mir gefällt das richtig gut. Was meinst du? Ich finde, es geht klar, oder? Das hier wäre für mich auch tatsächlich ein Look, wo ich sagen würde, ja, das ist für mich auch ein ganz normaler Arbeitslook. Ich brauche jetzt auf Arbeit weder Foundation noch Puder. Das wäre vielleicht noch so eine kleine Ergänzung, um das Alltags-Make-up, das Büro-Make-up zu einem Abendlook zu machen und quasi nochmal eine Schicht Mascara drüber, um daraus einen Abendlook zu machen. Das Shampoo hat für mich jetzt wenig mit Day and Night zu tun, muss ich gestehen, auch wenn natürlich zu der täglichen Pflege das Haarschamponieren und das Haarewaschen dazugehört bei mir, aber hätte ich jetzt nicht so als Produkt der Box gesehen. Aber ich freue mich drüber, denn ich habe bei den anderen gesehen, dass die ein Hairstyling-Produkt hatten und das wäre ja gar nichts für mich gewesen. Deswegen beschwere ich mich nicht drüber und freue mich, dass ich es drin habe, auch wenn es nicht zum Motto passt. So, jetzt haben wir hier nochmal den Nagellack. Wir machen es einfach so, dass ich mal diesen Finger entnagellackisiere. Und heute Abend werden dann die kompletten Nägel lackiert, aber... Jetzt gerade ist es ein bisschen schwierig, weil ich wollte noch ein bisschen aufräumen gleich und ein bisschen Haushalt machen und da brauche ich nicht meine Nägel vorher machen. Das macht überhaupt keinen Sinn, Leute. Wir haben Freitagnachmittag, das Wochenende steht bevor, mein Freund wird gleich Rasen mähen. Ich werde hier ein bisschen wuseln und ja, deswegen wollen wir realistisch bleiben. Oh nein, ich hasse es ja, ne, dass du dann mit Nagellackentferner und dann hast du direkt alle anderen Finger auch angespackt. Egal. Ja. Hier haben wir den Nagel ohne Nagellack. So sieht es bei mir nun mal aus. Ne? Also ich habe jetzt von meinem Naturnagel her, finde ich eigentlich ganz hübsch. Ich mag meine Nägel wohl. Ja, kann man sich nicht beschweren. So, jetzt nehme ich diesen Nagellack von Love und schüttel den einmal durch. Wir wollen ja alles testen, außer duschen. Das kann ich jetzt hier schlecht. Ich habe hier keine Dusche. So sieht die Farbe aus. Jedenfalls so im Fläschchen. Jetzt lackiere ich mir einen Finger. Das ist ein schönes Weinrot. So sieht die Farbe auf dem Nagel aus. Ja, ne, ist eine schöne Farbe, eine schöne Alltagsfarbe. Ob man die jetzt in einer oder in zwei Schichten trägt, bleibt einem selbst überlassen. Also in der einen Schicht, wo ich es jetzt drauf habe, scheint halt noch so ein bisschen die Nagelhaut, was da drunter ist, durch. Ich persönlich trage sowas gerne in zwei Schichten. Dafür trocknet das dann natürlich langsamer, ne? Ja, ihr Lieben, das war jetzt die Glossy Box von September 2019. Ich finde den Inhalt ziemlich cool. Doch, hat mir sehr gut gefallen. Ich kann damit schön was machen. Und mir hat es gefallen. Doch, ja. Wertmäßig ist es, glaube ich, relativ hoch. Ich blende hier aber nochmal den Gesamtwert ein. Ich glaube, der war so bei den anderen bei ungefähr 80 Euro oder so den Dreh. Ob das bei mir auch so hoch ist? Ich fände es voll cool. Ja. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!